Hi. 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 Heute ist soweit. Heute darf ich endlich wieder duschen. Weil guckt euch mich an, Digga, mein Haar. Da stecken sich teilweise Sachen. Ich hab hier eine FFP2-Maske. Und hier, was? 10 Euro schon. Finanzamt. Und ich will frischchen duschen. Hast du vielleicht eine Pfandflasche? Hallo Leute! Herzlich willkommen zu einem frisch gewaschenen Schwein. Heute gibt es nicht nur frisch gewaschene Schweine, sondern heute gibt es auch eine Verwöhnung. Ich fresse so oft Scheiße für euch. Ich begebe mich in die Hölle für euch. Wirklich, der Müll wird geleckt. Sowieso. Aber heute nicht. Heute nicht. Nee, nee. Heute verwöhnen wir uns. Und zwar erst mit einem leckeren Like. Ich möchte heute mit euch nur 5-Sterne-Sachen bestellen. Das ist ein Schnitzel. Ich probiere die besten Sachen bei Lieferando, bei anderen Lieferdiensten zu finden. Und wir bestellen so das Leckerste, was geht. Das heißt, es ist Zeit, sich was zu essen zu holen. Marken. Ja. Was Leckeres zu essen zu holen. Wir stellen heute auf beste Bewertung um. Aber ganz ehrlich, welche fette Gestalt bestellt sich um 12.07 Uhr essen? Das Dönerfleisch hat jetzt natürlich nicht die beste Qualität. Ich habe direkt einen kleinen Hammer für. Ihr könnt ja selber lesen. Doppelkäse, Mais mit einer kleinen Knoblauchsoße, bitte. Und ein kleines Extra. Jeder Lieferant, der mich heute beliefert, den gebe ich einfach 10 Euro Trinkgeld. Vielen Dank. Tschüss. Der kriegt nur regelmäßig Steine in den Po. Ich krieg 10 Euro Trinkgeld. Und einfach so, ja, dankeschön, viel passt. Was? Und als ich bei Lieferando gearbeitet habe, ich habe für 5 Euro wirklich Schwänze geblasen. Ich kann dir auch einen blasen. Ich musste noch diese Kartoffelecken hier dazu bestellen, um auf den Mindestbestellwert zu kommen. Und die konnte ich mir nicht entgehen lassen. Schaut ihr euch mal an. Mit so einem leckeren Sour Cream Dip. So sieht die Pizza aus. Alter, ist die schön käsig und fettig. Hast du auch die kleine Knoblauchsoße? Digi, wie schön ist diese Pizza. Heilige Mutter, ich will die gar nicht essen, weil die so lecker aussieht. Eieiei. Ich hab mir sogar die Pizza geschnitten. Ihr wisst, das mache ich selten als Schweinedämon. Ist das wie Käse? Und dann noch schön in den Knoblauch-Tipp hier. Nimm das weg. Lecker. Digga, wenn du diesen Käse noch in Knoblauch tunkst, ne? Es ist so... wirklich kriminell lecker. Ey, Monte isst ja gerne mal Scheiße. Peking-Ente? Aber das... Digga, diese Pizza ist wirklich... Himmelslecker. Das ist halt offiziell 5-Sterne-Ding. Für Monte ist ja eine 1 plus mit Insolvent. Und ich kann echt bestätigen. Heute auch Bewertung, Schwanz mache. Es ist wirklich eine... Ich würde sagen, es ist eine 4,7. Es ist so heilig gut. Warum kein Schweinefleisch essen? Das erinnert mich jetzt schon an meine Lieferando-Zeit. Outfitwechsel, Lieferando-T-Shirt. Das Video jetzt ist Liefern und so, da kriege ich mal Flashbacks. Ich habe euch schon öfter erzählt, dass ich mit Lieferando gearbeitet habe. Aber da habe ich auch Stories erlebt, Leute. Durch die eine Story, die werde ich nie vergessen. Die muss ich euch erstmal hier anvertrauen. Habe ich so eine Frau beliefert. Die wohnt im obersten Stock. Und ich höre schon so, klingelt die Stimme, war so eine richtig süße Lieferung. Alter, süßer, komm hoch. Dann wandere ich da so langsam nach oben. Dann steht sie da so vor mir im Bademantel, also so halbnackt. Ich dachte mir so, jetzt wird's passieren. Ich gebe ihr das Trinkgeld, dann holt sie mich rein. Aber natürlich kennt ihr die Wahrheit, ne? Ich habe ihr das Essen gegeben und tschüss. Das finde ich schade. Ein Mensch mit einem Lieferant an der Tür gleich bumsen, Alter. Das ist natürlich alles aus irgendeinem Porno in meinem Kopf geschehen. What are you doing, Stepbro? Ich muss aber ganz ehrlich zu euch sein. Ich drehe das Video nicht nur, weil ich mich heute verwöhnen lassen möchte, sondern auch, weil ich heute ein bisschen angeschlagen bin. Ich fühle mich einfach heute ein bisschen krank, ein bisschen schwächlich. Ich habe allerdings schon gegoogelt. Laut Google soll es anscheinend Krebs mit AIDS gemischt. Also irgendwas, so eine ganz neue Krankheit, die in mir herrscht. Sicherheitshalber habe ich mir trotzdem einen Crohn-Test nochmal gemacht, aber der ist negativ. Schwanger bin und das mit 17. Da wir es jetzt schon 14.43 Uhr haben, bin ich, glaube ich, bereit für eine Runde Tischtennis gegen euch. Ich bin bereit für was Türkisches, aber kein Döner. Wir brauchen mal was anderes. Die türkische Küche hat so extrem viel Geiles zu bieten. Da gibt es einfach ein 5-Sterne-Restaurant laut Lieferdienst. Maikus hat 5 Sterne bei 500 Bewertungen. Alter, gab's da einen Döner plus einen Blowjob oder was? Bestes Beispiel, mein Dönermann. Der hatte 4,9 Sterne, war sogar kurz davor, im Wertschein 5 Sterne zu haben. Jetzt hat er 4,8 Sterne, weil irgendjemand einen Stern gegeben hat. Weil er gesagt hat, hey, da gibt's keine Toilette im Laden. Ah, der Laden ist kleiner, hat keine Toilette für Kunden, ist natürlich ein bisschen käsig. Deswegen einen Stern zu geben, es gibt halt immer irgendein Arschgesicht, das einfach einen Stern dann gibt. Die Schrauben und Aluteile in diesem Laden waren äußerst lecker. Vor allem die Ölsoße hat mich vom Hocker gehauen. Aber leider keine Nutella zum Lenkrad, deshalb ein Stern. Volkswagen. Das Auto. Ich will euch aber auch richtig was bieten und richtig was zeigen. Deswegen habe ich zwar jetzt mal Köst bestellt, aber ich habe auch gleichzeitig Sushi bestellt. Und zwar bei dem Laden hier. Und dieser Sushi-Laden hat einfach 5 Sterne. 5 Sterne, das heißt, wir haben jeden Schwanzkopf überzeugt. Aber überzeugt es auch mich, Schwanzkopf. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro. Ich bin gespannt, welcher Lieferant Scheller ist. Türkei. Oder unsere japanischen Freunde. Kartum.
Wie lustig sieht die eigentlich aus? Sieht aus, als ob die Kamera so ein Kopftuch tragen würde. Maschallah, einfach die Hübsche. Die Mäuse. Vielen lieben Dank. Ja, klar, ja. Der Einzige, der sich zuerst gefreut hat. Und außerdem das türkische Essen war zuerst da. Türken machen das Unmögliche immer möglich. Die nächsten 10 Mäuse. Perfekt, vielen, vielen lieben Dank. Danke. Danke. Was ist da los? Der hat einfach die 10 Euro akzeptiert, als ob er gerade im Casino war und einfach die Millionen gewonnen hätte. Ah. Boah, ist das ein Anblick. Alter, stell dir vor, du kommst nach Hause und sowas liegt vor dir. Sorry, meine türkischen Freunde, gibt's kein Ayran, sondern ein herrlicher Pfefferminzi. Aber mit den Tomaten haben die doch ein bisschen übertrieben, ne? Bitte, könnt ihr nicht einfach gehen? Vergesst nicht, ne, Leute, 5 Sterne. Dieser Sushi-Laden und dieser türkische Laden haben beide 5 Sterne bei Lieferando. Schauen wir, was dieses unfassbar leckere Sushi zu bieten hat. Wir nehmen ein Sushi-Stück, Sojasauce, Ingwer-Stück, Wasabi-Himmel. Boah, das schmeckt super frisch. Oh, was du denn, Digga? Scheiß auf Stäbchen. Boah, das tut sich schon wirklich sehr geil und schmeckt unfassbar frisch. Aber 5 Sterne? Na, das ist wirklich super lecker. Ich liebe auch Sushi, ich habe Sushi wirklich lieben gelernt. Falls ihr Sushi noch nicht mögt, ne, vertraut mir, ihr müsst es einfach, es hört sich komisch an, aber einfach mal öfter essen oder auch mal gutes Sushi essen. Sushi lernt man wirklich mit der Zeit lieben. Ich habe immer dieses Steffen Hensler Sushi gegessen, das war so asozial krank, ne. Das war 5 Sterne, das sind so 4 von 5 Schweinen. Was ich beim Türkischen einfach nur so liebe, sind diese Tomaten. Nein. Ist immer dieses unfassbar leckere Brotes dazu gibt. Dann hast du diese geilen Soßen natürlich noch und ich habe mir einen Adana-Spieß bestellt. Mit richtig geil Bulgur, also dem roten Reis und dem normalen Reis. Die Chili-Chote kann man Arsch küssen. Oh, you touch my tra-la-la. Oh, diese Saftigkeit. Dazu kann man noch geil Reis nehmen, aber ich würde es euch so empfehlen. Packen das Brot ein bisschen lecker Tzatziki, dann dazu natürlich ein bisschen schön Reis, einen geilen Adana-Spieß, umhüllt den ganzen Spaß. Schweine haben Potenziale, von denen wir bis vor kurzem keine Ahnung hatten. Und meine lieben Zuschauer, wenn Sie jetzt zur Rechten gucken, sehen Sie einen dicken Jungen, der gerade sein türkisches Essen verspeist. Geht doch einfach weg. Kommen Sie lieber mit, der ist gefährlich. Das Video hier aber auch löst wunderschöne Flashbacks an die Zeit aus, wo ich geliefert habe. Und ich glaube, ganz ehrlich, Leute, wie wär's? Komm für euch spontan im Video, mach auf, warte mal, der sagt, was hast du? Einmalig noch. Geh spontane Lieferung annehmen. Wir liefern einfach mal spontan jemand was zu essen. Dafür müssen wir natürlich raus aus Wasserstuhl und ins und rauf aufs Fahrrad. Zentrale, was habt ihr? Wir haben hier einen dicken Gamer. Mhm. Der stinkt ein bisschen. Perfekt, wo wohnt der? Los Schwanzos Drassos 4. Ah, geil, die Straße kenne ich. Was ist hier los? Handschellen anlegen, K.O. schlagen. Hallo, du Zwei-Max hier. Kannst du dich mal verpissen? Was willst du hier? Oh. Okay. So welche Läden finde ich richtig gruselig. Die verkaufen Italienisch, Indisch und Griechisch gleichzeitig. Wie sieht die Küche bei denen aus? What in the hell is that? Eine Sache, die aber wirklich jeder echte Fettsack von euch weiß. In der Fettsackbibel, Schrift 4, Absatz 7, steht geschrieben, egal wie voll du bist, für einen Nachtisch ist immer Platz. Stell doch meine Ernährung nicht in Frage. Wenn ihr wüsstet, was ich da raus für euch gesucht habe. Komm, ich verrat's euch. Cheesecake, 5 Sterne, Charlie's Cheesecake. Oh, was, so viel? Ja, kein Problem, schönen Tag, tschüss. Oh, dankeschön. Nein, Leute, das war so ein schnuckliger Opi, ne? Der war so süß. Er hatte graue Haare und so, der darf mal Lieferando, was geht da ab? Der hat sich so gefreut über die 10 Euro, der war so korrekt. Oh Gott, Mann, ich find's immer so schade, ne? Das hab ich noch nie erzählt, aber ich habe halt meine Großeltern leider nie kennengelernt. Hat sich halt nie ergeben, weil wir nach Deutschland damals geflüchtet sind. Dann hat sich irgendwie nie die Möglichkeit ergeben, mal nach Russland zu fliegen, weil wir ja sehr armen Verhältnissen hier schon aufgewachsen sind. Kein Geld hatten für einen Flug damals. In der Zeit sind leider meine Großeltern schon gestorben und ich hab's leider nie kennengelernt, aber wenn ich sowas sehe, ey, hätte ich auch gerne eine Oma oder einen Opa. Ach du Kacke, Junge, habe ich bei Gucci bestellt oder was? Wie schön ist die eingepackt? Oh, Digga, guck dir das! Digga, ich darf die nicht essen mit Toffee für Erdbeeren. Digga, guck diesen Maxi, das ist Kunst. Nein, was hab ich hier? Das ist eine Cheesecake-Kunst. Nein. Ich tue es jetzt einfach für euch. Oh nein, ist das schön. Oh. Ist so lecker. Nein. Das ist ja auch ein Käsekuchen am Stiel. Wie so Eis am Stiel, nur mit Käsekuchen einfach. Alter, was ist das? Ich werde wirklich gerade gestreichelt, so irgendwie so richtig schön, so ist das lecker. Ja, nimm meine 5 Sterne. Du Kacke, Leute, für euch war es nur ein Schnitt, aber ich habe gerade 5 Stunden einfach gestreamt. Es ist einfach 0.23 Uhr. Liefert irgendjemand noch um 0.23 Uhr an einem Donnerstag? Einzige 5 Sterne Bewertung Laden, der angeblich offen hat, ist Döner Grillhaus. Digga, der hat 5 Sterne, 4600 Bewertungen. Ist doch fake, Digga. Wer soll da bitte kommen? Der Tod oder was? Ohne Tomaten. Vielen lieben Dank. Ich hatte ein Geld. Schönen Tag, Mensch, dir. Schönen Abend. Ich weiß nicht, was für ein komisches Geschäft hier gerade abgeht. Und welchen Vertrag der mit dem Satan geschlossen hat. Dass der mir um 1 Uhr morgen mitten in der Woche frischen Döner-Teller liefert, Börek und wunderbaren Düdü. Etwas ist hier los. Dass er mir keine tote Ratte geliefert hat, wundert mich schon. Nehmen wir erst einen Düdü in den Mund. Der ist auch richtig prall gefüllt. Das war so ein Monster. Mit einer herrlichen Currysoße. Boah.
Ich will euch keine Scheiße erzählen. Der Düdüm schmeckt wie als ob es 1 Uhr morgens wäre. Der schmeckt wirklich ein bisschen schäbig. Ich habe hier so leckere Börex. Mit Hackfleischgefüll. Oh, bitte nicht von den Sitzen fallen. Es wird sehr schweinig. Ich habe mir ja noch einen wunderschönen Döner-Teller bestellt. Diese Soße schmeckt ja grausam. Aber auch das Fleisch schmeckt ein bisschen gruselig. Rickjock, das ist nicht so lecker. So ein Knorpelstück. Das ist ganz, 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 ganz räudiges Dönerfleisch. Die Geschäftsphilosophie ist wahrscheinlich einfach an besoffene Leute Essen liefern. Geschäftsmodelle für Anfänger. Bevor ich jetzt noch schlafen gehe, warum bestelle ich mir eigentlich den ganzen Tag nur 5-Sterne-Essen? Ich hätte da auch ganz andere geile Sachen bestellen können. Zum Beispiel 5-Sterne-Matheaufgaben. 7 plus 8, 17. Wurzel aus Unges Bitcoin geteilt durch Montes Haus. Prank, Bro. Ganz genau. Ich dachte 5-Sterne-Essen. Dieser Dürüm hat mich so gefehlt. Mein ganzer Magen ist voller Kacke. Aber ich lasse mich noch nicht komplett bumsen, weil einer meiner Lieblingsfrühstückläden hier in Hamburg, bei dem kann man jetzt einfach bestellen. Der hat auch fast 5 Sterne. 4 bis 6 Wochen später. Ist jetzt schon seit über 1,5 Stunden. Wir haben auch schon fast 13 Uhr. Ja, ich komme einfach nicht. Ja gut, dann kann ich ja in Ruhe meinen Arm essen. Kennt ihr das, wenn ihr Kopfschmerzen kriegt, weil ihr so lange nichts gegessen habt? Ja, der Typ ist einfach über 2 Stunden schon zu spät. What the fuck, das sag ich noch nie. Nein, der hat einfach Türkisch mit mir gesprochen. Der Türkisch ist halt leider ein bisschen eingerostet. Ich konnte nur sagen, oh, die Schirlschick. Ja, das ist wirklich, mashallah, wirklich, was ist denn hier los? Alter, hat er mir viel gegeben. Von diesem vielen Brot kann ich meine Urenkel ernähren. Absolut viel zu krasser Tomatensalat. Absolut geile Kekse als Nachtisch. Mega nice Sucuk-Ei. Mit Hürdenkäse. Dazu eine geile Hackfleischspiede und noch geile Teigtaschen gefüllt mit Kartoffeln und Spinat. Oh, so ein saftig geiles Rührei-Sushi. Wie viel Sucuk dabei ist? Was für Hürdenkäse. Das ist eine unfassbar leckere Teigtasche. Schön Kartoffeln. Leckere, geile Pide. Und lecker mit Hackfleisch auch belegt. Mit einer Schunde. Teigtasche. Pide. Sucuk. Teigtasche. Pide. Bisschen Sucuk. Also die Fresse. Na, so ein richtiges türkisches Frühstück sieht immer ein bisschen anders aus. Aber das konnte ich jetzt einfach nur so bestellen. Anders ging es halt nicht. Und das ist einfach nur Hammer. Denkt halt wirklich, das war's. Nein. Da vorne lauern noch so unfassbar leckere, schöne Kekse. Türkische Kekse sind so... Die Türken lieben Tee. Und ich bin ganz freches Schwein hier. Ich trinke den Keks hier leicht rein. Die Challenge ist schon lange vorbei. Ein schmackhaftes, leckeres, unfassbar geiles Video. Ich bin sehr zufrieden. Danke, dass ich Videos für euch machen darf. Danke, dass ihr glaubt. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Ein Abo auf dem Kanal. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bisschen zu.